Einen wunderbaren guten Morgen aus San Jose, Costa Rica. Heute geht's zu Finca La. Un momento. Ponderosa. Takes too many chances to say goodbye. Didn't have to talk about love. Didn't have to talk about love. Trying to find what we lost. What are we waiting on? Nothing changed. With the words you never say. Ich bin der Großalter von meinem Austauschpartner. Und das liegt im Westen von San Jose, ein bisschen abgeschiedener von allem. Auch mal ganz schön, hier sind wir ziemlich mittendrin im Geschehen. Und ich habe gehört, es geht reiten. Habe ich so ganz nicht mehr mitbekommen. Also an eurer Stelle würde ich diesen Vlog auf jeden Fall bis zu Ende angucken. Angekommen an einem richtig geilen Ort hier irgendwo in den Bergen und um euch mal ganz nicht kurz in der Bergen. Ein bisschen. Um euch einen kleinen Überblick zu verschaffen, habe ich natürlich meine Drohne hier dabei und würde ich sagen, gibt es erstmal ein paar richtig fette Drohnen-Shots. Something holding on to nothing. Letting go isn't easy, so I'll keep you with me. 'Cause I'll never stand and watch you go. Do you feel like we've been running? So Leute, es gibt immer ein First Impression. Ich habe jetzt gerade eine Drohne im Baum geflogen. Ich weiß gar nicht, ob ich es aufgenommen habe. Ich hoffe, ich habe es aufgenommen. Der Drohne geht's gut, alles super. Das Problem ist halt bei der Mavic, die hat hinten keinen Sensoren wie die Phantom 4 Pro. Man muss halt Abstriche machen, dafür ist sie kleiner. Ist halt ein bisschen scheiße, aber jetzt habe ich die Drohne im Baum geschützt. Heißt, heute gibt es jetzt keine Drohnenaufnahme mehr, weil zwei Propeller nämlich genau kaputt sind. Wir gucken jetzt mal, ob wir irgendwo noch Ersatzpropeller bestellen können. Hier in Costa Rica ist das so ein Problem, weil Amazon kommt aus Amerika. Das muss dann nach Miami transportiert werden. Und von Miami aus wird es dann zu irgendeinem Standpunkt in San Jose transportiert. Da muss man es dann abholen. Das dauert eine Woche und ist teuer. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwo einen Laden finden oder ob es eine Internetseite gibt hier in Costa Rica, wo man sowas kaufen kann. Aber trotzdem steht natürlich Reiten noch auf dem Plan. Jetzt gibt es aber erstmal was richtig Geiles zu essen. Es riecht schon richtig gut. Und danach wird geritten. Leute, und was macht man erstmal, wenn man seine Drohne geschrottet hat? Das war geiles Essen, das war genug Wii gespielt, jetzt geht's rein. Leute, das letzte Mal saß ich auf dem Pferd, da war ich irgendwie 6 Jahre alt. Also ich bin schon ein richtiger Profi. Es geht los. Matthias, ¿cómo se siente? Ängstlich. Ängstlich? Ja, hab Angst. Was denkst du, Herr Pferd? Wie ist es so, mich auf dem Rücken zu haben? Ich würde mal sagen, jetzt habe ich genug geredet. Jetzt wird professionell geritten. Oh! Oh, ist wirklich. Oi! Das ist Autopilot. Ja. Autonomous driving. I don't have to do anything. Es heißt mein nuevo Tesla. Chances to say goodbye. Didn't have to talk about love. Didn't have to talk about love. Trying to find what we lost. What are we waiting on? Nothing changed. With the words you never say. Oh, you don't have to talk about love. Didn't have to talk about love. Did we finally come? What are we waiting on? We don't talk about our love. I can't talk right now, I'm busy. Let me get back in a minute. She wanna talk about marriage and how come we ain't married and I ain't got a good enough reason.
now I'm looking deceiving. I ain't getting this evening. Yo, my woman, I'm meaning. My good little sweet thing. Here, I'm stood in my feelings. In a pair of nice books, ever seen ya. Saying I do when I mean it. I've done the math scale. Me plus you, add one child equals forever. See, I'm smart, I ain't got the IQ of an idiot. Right beside you when I'm easy. You're the light of my doom when I need it. We don't ever talk about love. Didn't ever talk about love. Trying to find what we lost. What are we waiting on? Nothing could change with the words you never say. Da hinten geht die Sonne unter, Leute. Alter, mein Arsch tut so fett weh. Nein, hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte auch so ein richtig intelligentes Pferd, was immer gemacht hat, was ich ihm gesagt habe. Ich habe getreten, schneller gegangen, ich habe gezogen, ist langsamer geworden. Hatte extrem Glück mit meinem Pferd. Ich hatte das so unter Kontrolle. Alter, ich bin ein richtiger Sportler. Ich bin ein richtiger Pferdeprofi, Pferdeflüsterer, würde ich es fast nennen. Also, ich würde sagen, da wartet eine fette Pferdekarriere auf mich. Ich schmeiße jetzt Schule. Und mich sieht man dann irgendwann in Australien wieder. Bei irgendwelchen Pferde-WMs oder in England natürlich. Aber das war es nicht ganz vom Tag, denn es gibt ja noch einen Pool. Und natürlich habe ich eine Badehose dabei und wenn es einen Pool gibt, muss man das natürlich ausnutzen. Told me it's true, I will live in a lie. Take too many chances to say goodbye. Didn't have to talk about love. Didn't have to talk about love. Trying to find what we lost. What are we waiting on? Das war Tag 6 von diesem geilen Costa Rica Trip Vlog irgendwas. Letzten Montag sind wir angekommen, heute ist Sonntag. Morgen geht's nach Sarapique. Da gibt's Hängebrücken und auch so eine Art Nationalpark für zwei ganze Nächte. Dos Noches. Richtig geiler Pool. Ist leider für mich zum Springen ein bisschen zu flach. Deswegen kann es sein, dass manchmal meine Sprünge ein bisschen verkrüppelt aussahen, weil ich einfach immer so ein bisschen Respekt darauf habe. Weil ich mal irgendwann nämlich schon mal auf dem Boden aufgekommen bin, ist nichts passiert, aber es hat trotzdem getan. Ja, geiles Wetter, geile Location, geile Landschaft. Jetzt geht's gleich nochmal zurück, back to City Life, in die Stadt, mitten rein nach San Jose. Ist alles wunderschön und wunderbar und wundergut und ich beende jetzt den Vlog hier. Viel Spaß euch noch, was ihr auch immer macht. Ich hoffe, der Vlog kommt nicht allzu spät raus. Ich bin schon total verspätet. Ich weiß, wenn mein PC strikt und alles. Aber wie gesagt, erst kommt meine Reise und dann kommt der Vlog. Das habe ich ja schon etwas gesagt. Und Like da lassen, Abo da lassen und wenn ihr es noch nicht getan habt, einen Kommentar unten, wie fandet ihr den Vlog, was könnt ihr verbessern. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt, willkommen zu einem neuen Costa Rica Vlog oder guten Morgen aus Costa Rica oder guten Morgen aus ich weiß nicht wo. Bis morgen oder bis zum nächsten Vlog, macht's gut, ciao.